So. Was soll denn das? Ich baue mir ein Pistolenbrot. Ach, schau mal an, ich kann dir sogar noch eins bauen. Dann weißt du was, hau ich das frische Brot mal da rein, also gemischt, ich hau es gemischt da rein. Das ist dann Mischbrot. Lecker. So, dann... Hier haben wir keine Hacke. Und hier haben wir keine Hacke. Das heißt, hier haben wir auch keine, nee. Hier haben wir eine Sonne, die geht unter. Aber... keine Hacke. Na, ich glaube, ich mache das morgen früh. Ich glaube, ich warte erstmal hier noch ein bisschen, bis... Ja, ich kann schlafen. Ich würde noch sagen, ich warte, bis die Sonne untergegangen ist, aber... wenn Schlafenzeit ist, dann gehe ich sofort schlafen. So, die können wir gleich mal mitnehmen, obwohl... nee. Noch brauche ich keine Slabs. Ich will erstmal den Weg hinkriegen. So. Einen Eimer brauche ich noch für die eine Wasserlache da hinten, die nicht für die zwei, die ich noch ein bisschen ausgebaut habe. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Noch. Stein ist nicht drin. So, unser Steinvorrat geht so ein bisschen down. Wir brauchen jetzt einiges für den Weg. Jetzt wollen wir noch ein bisschen zum Craften. So, da kriegt man gleich zwei Feldhacken raus. Eine nehmen wir mit und eine hauen wir mal, ja, da rein. Das hauen wir gleich so hin. Jetzt muss eigentlich nur noch eventuell eine Axt rausziehen. Aber die können wir uns später noch holen. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Könnte reichen, jetzt muss noch der Baum weg. Und dann eigentlich keiner mehr, also es müsste reichen. So, ich glaube, vier Schläge hält die noch raus. Ja, perfekt. Aber ist was hier, ich... Okay, sieben waren's. Aber ich weiß nicht, ob das bei Blättern ein bisschen abgeschwächt wird oder ob das gleich stark ist. Ich glaube, es müsste gleich stark sein. Ich meine, von Logik hat man in sehr wenigen Spielen bisher was gehört. Oder zumindest von Realismus. Entweder ist es in manchen Spielen überrealistisch oder einfach unrealistisch. Im Sinne von beispielsweise zu schlechter Physik oder schlechtes Handling von Waffen und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Gründe, warum ein Spiel nicht der Logik entspricht. Alter, wie das Ding sofort auf meinem rechten Ohr dröhnt. Zack, 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 nicht zack. Zack, 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 zack. Zick. Jetzt. Als ob ich das nicht mehr weiß. Das weiß ich. Es ist ja alles noch gebrandmarkt. Also. Das ist ja mit noch in der. Das ist ja noch mit gespeichert. In der Version. Also ich habe ja nochmal, ja, neu angefangen kann man nicht sagen. Ich habe ja mit einem älteren Spielstand, also mit einem älteren Savegame angefangen, mit der Staffel, oder sogar noch mit der Vorstaffel, eigentlich ja in den letzten drei Folgen, als ich dann alles in eine geklatscht habe. Ja, aber dennoch wird die Explosion, die damals hier passiert ist, wo unser halbes Haus weg war, immer da sein. Die Explosion wird immer da sein. Immer im Gedanken. Hätte die Explosion nie passiert, hätte ich keinen Hass gegen Creeper. Oder zumindest wäre sie nicht hier mit eingespeichert.
Ich meine, wir sind ja um die fünfmal da respawned. Ich glaube in 10 Minuten oder so, allein weil die Creeper die ganze Zeit uns in die Luft gejagt haben. Aber ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr, denn die Elementar Creepers sind ein bisschen dangerous. Und mir zockst gerade mein linkes Auge zusammen, weil ich gegähnt habe. Ich war von den letzten Tagen, in den letzten Wochen etwas übermüdet. Ja. Aber wärst du nicht übermüdet? So. Da sind wir langsam auch schon in Form an. Aber der Stein wird nicht mehr reinpassen. Also wird auf keinen Fall reinpassen. Fehlt ein bisschen. Aber Grundbau ist auf jeden Fall da. Auf die Frage, wieso unbedingt ja hier durchgezogen, ist einfach, weil... Ja. Sekunde mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Na. Ich wollte, dass es hier relativ, symmetrisch, also dass es hier 6 Blöcke, wie es ist, und hier 6 Blöcke, wie es ist, aber hier sind nur 5. Das sieht man auch, wenn man so schaut, kommt das nicht hin. Weil da endet, wenn man immer die Gegen, immer hier die diagonalen Blöcke zählt, passt dann endet das hier und nicht hier. Egal. Ich meine, es ist kein Weltuntergang, damit kann man leben. Ich merke schon wieder, dass die Frames auf 25 gehen. Minecraft ist einfach das instabilste Spiel, das ich habe. Jedes Spiel läuft flüssiger, jedes. Wenn ich jetzt hier was umstelle, wir Shadow nicht. Auch nicht die Sprache, wenn ich die Sprache umstelle, geht die FPS-Zahl hoch, das glaube ich auch. Ne, gehen wir OpenGL, einfach wenn ich OpenGL anstelle, hier sofort. Oder umstelle, wenn ich es noch nicht ausstelle, sofort. Und flüssig, alles flüssig. Boah, das ist einfach so schön flüssig, dass so unflüssig wie bei den 27 FPS ist einfach nur. Also war es nur, als hätte ich auf meinem Laptop damals gespielt. Aber ohne Shader. Oder Mods. Obwohl die drei Mods hier drin hauen das auch nicht unbedingt raus. Das ist ein Unterschied. So, dann kann man jetzt sogar hier noch was hinbauen, also ich dachte mal so, wie ich meinen Platz schaffe. Und hier könnte man noch was hinbauen, obwohl ich eigentlich, ob ich hier was hinbauen will, ist jetzt die Frage, ne? Das ist halt auch ein bisschen zu leer, wenn man jetzt so raufschaut auf die Map. Überall sind mal vereinzelte Gebäude, aber auf einem Ort steht nichts. Also, dass wenn jetzt hier noch stehen würde, dann... Beispielsweise noch. Ja, wenn hier noch was wäre oder so, hier könnte man auch wegmachen und ein Haus hinbauen. Und wenn hier noch das Feld so voll wäre, dann sehe ich schon ein bisschen freundlich aus. Dann sehe ich ein bisschen gefüllter aus. Bäh. Naja. So.
Ja, da musst du noch ein paar Pflanzen sammeln. Das sind eigentlich ja die, die gelben, Löwen sind eigentlich ja die gelben Dinge, Rosen. Und der Mond sind eigentlich die roten Rosen. Und der gelbe Rosen, passt das so? Das will ich eigentlich so lassen, weil das eigentlich, so schlimm sieht es ja nicht aus. Wenn nur diese diese Höhe nicht, diese Aufhöhung. Überhöhung, Durchhöhung. So, mal schauen, was wir brauchen. Ach. Ach, ach, ach. Da renne ich schon die ganze Zeit davon herum und vergesse das sogar noch. Hier war ja nix, hier war nix, genau. Also ich glaube, ich tue dann nochmal den Turm auffrischen. Vielleicht so ein bisschen ausbauen zu einem, ja, einen schöneren Turm oder zu überhaupt was. Ich meine, das ist jetzt eigentlich nur die Stufen drin und die Wand aus und noch der halbe Baum. Ah, der Baum ist auf jeden Fall dran bleiben mit den Blättern. Die Blätter, eigentlich die Blätter sollten theoretisch schon an dem Baum bleiben. Weil man dann sieht, dass es ein Baum ist. Und die Blätter sieht jetzt aus wie ein Holzbalken. So, bräuchte es überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ich muss ja bestimmt gleich noch eine Axt craften. Nee. Schau mal an. So, eigentlich. Ich baue erstmal draußen noch die Straße zu Ende und dann schauen wir mal weiter. Ne, wir haben Zeit. Wir haben auf jeden Fall alle Zeit der Welt. Außer die Zeit der Welt. Wir haben halt etwas Zeit. So, was ich mir da gedacht habe, weiß ich eigentlich auch nicht. Verzierung. Oh, ich bin ja schon fertig. Hätte jetzt nicht. Habe ich vergessen. Habe ich jetzt echt vergessen. Ach Gott, das sieht einfach so ekelhaft aus, ne? Das ist. Ach hier, unterirdischer Wasser. Ja, der Wasser, irgendwas. Irgendwas mit Wasser. See, der unterirdische See. Oder Teich. Vor 100.000 Jahren war er mal. War da unten mal. Die Oberfläche, jetzt ist er hier. Und da müsste eigentlich Erdöl drin sein. Schon eher, zumindest als ein Fluss. Als ein Teich. Und ein Minisee. Ein Teich kann man es auch nicht direkt nennen. Dem würde ich eigentlich auch hier wegmachen, diese eine Erhöhung. Aber ich glaube, ich mache erstmal hier die Bäume noch ein bisschen weg. Da kann ich zumindest ein bisschen was an diesen, an den Turm irgendwas bauen. Also ohne die Blätter sieht es einfach nur aus wie so ein Außenposten oder so. Naja, ich weiß gar nicht, ob ich den wegmachen soll oder nicht. Ist jetzt die Frage. Ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich lasse ihn dran. Also ich glaube, ich lasse dem die beiden Bäume dran. Einfach damit es ist eine Erinnerung. An unser erstes Haus, an die Flucht vor dem kleinen Kind. Ganz am Anfang in der ersten Folge auf dieser Welt. Ich weiß noch gar nicht, wie die erste Folge die wirklich erste Folge bei mir in Minecraft aussah. Da habe ich noch mit meinem ganz, ganz alten Mikro aufgenommen.
Das haben wir so rund aufgenommen, alles, was Umgebung war. Naja. Ich versuche heute nicht auch mal wieder ein neues Mikrofon zu holen. Einfach damit ich so ein bisschen. Ja, das Mikro ist. Das, was ich gerade benutze, ist eigentlich echt gut. Also ist echt mega. Dennoch kriegt man einfach ein Hintergrundrauschen. Das Hintergrundrauschen, das man hört, nicht raus. Da habe ich schon alles versucht. Ich habe versucht, was nur geht. Es geht nicht. Brauche ich 8? Weißt du was? 18? 10 warte ich. Ich kann den Baum eigentlich höher bauen. Das heißt 5. Oder? Okay, also hier ist nichts. Also doch 4. So bräuchte ich 12 oder 8. 12. Ich mach mal 12. Gleich ein bisschen höher gehen und genau ein Stack kommt raus. Also ich einfach magisch. Ah, so geht auch ein bisschen Erinnerung verloren, wenn man das ein bisschen aufbaut, aber das macht ja nichts. Ich meine, die meisten werden eigentlich denken, mach halt einfach alles weg und du baust komplett um. Ah, das ist ein bisschen schon was Emotionales hier. Denn ein Blatt Laub Blöckchen muss ich wegmachen. Das sind sogar nur 3. Uah. Ja, ich kann's halt. Also ich richte immer perfekt, nur wird das, glaube ich, nicht reichen. Mit, glaube ich, meine ich auf jeden Fall. Ja, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Ja, da muss ich noch ein bisschen umdenken, wie ich das mache. So kann man es aber lassen. Ich meine, so höher soll auch gar nicht werden, also höher wird auf jeden Fall nicht mehr. Der ging ursprünglich nur bis hierher oder so und hierher. Ich glaube nur bis hierher, ne? Kann man eigentlich hier sehen. Doch bis hierher. Ja, höher muss auch gar nicht dann jetzt. Höher muss er nicht. Erstmal ich mir meine Lieferung hier ab. An Saplings und Apfel. Und ich schlag mit dem Brot erstmal die ganzen Laubblöcke weg. Einfach weil das Brot schon so hart gebacken wurde, dass es Blätter zerschlägt. Die werden dann pulverisiert und lösen sich endgültig auf. Also die werden nicht mal zu Asche oder so pulverisiert. Die werden so pulverisiert, dass sie sich komplett auflösen und dass einfach von dem Laub nichts mehr übrig bleibt. Nicht mal mehr Sauerstoff, also da wird eigentlich CO2 durchproduziert. Oder einfach Luftleere. Da wird Luftleere produziert, also nicht mal Sauerstoff oder so. In dem Moment, in dem ich einen Platz schlage mit einem Brot, ist einfach kein Sauerstoff mehr an diesem Ort. Ja, ganz interessant, was ich so mit zusammenrede, ne? Alter, ich denke, da krabbelt was, das ist aber die ganze Zeit mein Kabel. Das tut sich die ganze Zeit an meinen Armen so komisch rum. Fleuchen. Ich denke mir die ganze Zeit, was ist das an meinen Armen, ne? Und dann habe ich die Erkenntnis gewonnen. So, hier, so. Nee, das sieht komisch aus. Das kann ich, was habe ich da gerade gehört? Ich will es nicht wissen. So, ich will es dem
Turm hier nicht anschauen, aber es sieht eigentlich schön aus, so ein bisschen. Wissentlich ist es ja schon. Außer das Ding. Nee. Da würde ich niemals drauf schaffen. Ach, aber es ist eigentlich schön hier so. Das Meer, hier ist das Meer. Oder zumindest ein See oder irgendwas, dann geht's ja weiter. Also so eine Bucht einfach. Da ist der Sumpf. Hier unser Feld. Dann unser Haus, unsere Hühner, die jetzt noch nicht, ja, die noch nicht auftauchen. Die werden halt erst noch generiert. Aua. Und das war ein Knöchel. Mein Knöchel ist kaputt. Tralalala. Falsche Tür. So. Weißt du was? Ich muss doch eventuell nochmal zum Haus rennen. Außerdem wird's dunkel. Weißt du was? Ich mache jetzt einen Umzug. Ich ziehe jetzt hier um, endgültig. Es ist geschehen. Ich wollte es eigentlich eher vorbereiten, aber was endgültig ist, ist endgültig. Ich brauche nur genug Holz. Zack. Zack. Okay, 3 werden übrig bleiben. So, 35, genau. Genau 35. Kann mit sogar was anfangen. Das wollte ich gar nicht wegräumen. Ich meine. So. Da nutze ich es jetzt eh kaum, erst umzuräumen und dann da zu übernachten, weil ich ja eh wieder herren muss. Also muss so oder so wieder herrennen. Aber wenn ich jetzt noch was umtauschen will, kann ich es wieder umtauschen. Ansonsten müsste ich jetzt erst dahinter rennen. Da würde ich mich schlafen legen, weil ich eh nicht schaffe, was einzuräumen. Da müsste ich wieder vorrennen, was einzuräumen. Da müsste ich wieder hier vorrennen, um was abzuholen, wieder zurück. Statt dass ich einfach jetzt direkt drin renne und alles einräume und später dann als letztes das Haus. Ja, meine Logik ist schon sehr verkompliziert. Ach, ich bräuchte unbedingt noch, passt jetzt nicht mehr rein. Ich bräuchte unbedingt dann noch hier die Treppen. Moment, ist es nur einfach ein Grasübergang. So, hier versuche ich dann bis hier hoch oder so dann noch ein Dach zu machen, das einigermaßen was da ist und nicht einfach so ein komisches Kastenhaus. Ja, mein Freund, du musst weg. Okay, der glitscht da zwischen den Kästen rum. Das ist auch gar nicht so schlimm. Wir haben im Haus noch eins.